Wir schalten jetzt erstmal live in das Big Brother Haus. Ach Quatsch, was war das doch mal? Mit dem Frosch und der Blumper. Genau, mit der Frau. Plumper Quatsch. Kennst du das auch noch mit diesem, Mobil, mit diesem Spielmobil? Ja, das rosa rote Spielmobil. Ja, das kann man mal sonntags. Mit Ratz und Rübe. Ja. Kennst du auch noch den Wurm mit den Büchern? Ja, auch. Der Bücherwurm. Ja, der Bücherwurm, der immer rumgefahren ist und Bücher. Der hat nicht guten Namen. Jetzt hast du geärgert? Ach, der Hase Cäsar. Hase Cäsar. Ja. Ihr gönnt mich mal. Manchmal legt sie sich auch mit auf den Tisch, wenn ihr frei macht. Bitte schön, Madame. So. Ja, das hätte jetzt schon wieder unten gelegen. Ach, besonders. Ah, oh, der scheißt sich wirklich wieder. Ja, schon normal. Aber Horror, ich bin jetzt so. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Highlight des heutigen Abends, zu den Nominierungen. Und wenn wir die Nominierungen der einzelnen Kandidaten mitverfolgen, haben wir einen weiteren Gast hier im Studio. Er ist Medienpsychologe, kann man sagen, im berühmten Rheingold-Institut für Medien- und Marktanalysen. Herzlich willkommen, Stefan Grünewald. Herr Grünewald, Sie haben ein Pamphlet, eine Analyse über Big Brother gemacht. Wieso überhaupt eine Analyse? Wir beschäftigen uns bei Rheingold mit auffälligen Phänomenen rund um die Jahrtausendwende. Wir legen Verbraucher auf die Couch, um rauszukriegen, was bewegt die Leute in unserer Zeit. Und wir haben uns in den letzten 2 Jahren mit dem Tod von Lady Di beschäftigt, mit dem Tamagotchi-Wahn, mit der Gildomania. Dann haben wir die Parteispendenaffäre untersucht und das aktuelle Projekt war jetzt Big Brother. Ein breites Spektrum, aber was lernen wir denn von Big Brother oder durch Big Brother? Ja, Sie haben es ja eben schon mal auf eine provokante These gebracht, Schulfernsehen für Erwachsene. Wir haben es anders benannt. Wir haben gesagt, das ist so die Puppenstube der Erwachsenen. Wenn man sich aber anguckt, was Kinder an der Puppenstube veranstalten, die spielen ja da nicht Krieg, sondern sie versuchen sich im Umgang mit den Puppen ihren eigenen Alltag vor Augen zu führen. Das heißt, das hat schon eine Qualität von Lernen oder eine Qualität von Erfahrung. Und was wir ja heute in unserer Kultur beobachten, wir können mit der Hochtechnologie umgehen, wir können im Internet surfen, wir können Computer steuern. Aber wir haben große Defizite, was Beziehungspflege anbelangt. Wir haben unseren Alltag aus dem Blick verloren. Es fällt uns schwer, uns zu streiten, uns zu versöhnen, miteinander zu reden. Und da hilft und Big Brother. Das kann man sich im Container mal vor Augen führen, nämlich die ganzen Ablenkungsmöglichkeiten, die man sonst hat, ne, das Fernsehen, die Illustrierte, der Schaufensterbummel, all das ist ja im Container nicht mehr. Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns jetzt erstmal die Nominierung von John an. Ich nominiere als erste die Verena, weil ich, weil man einfach merkt, dass sie sich hier nicht wohlfühlt und dass er eigentlich viel, viel lieber draußen wäre und halt sich hier irgendwie mit dem Projekt oder hier drin einfach nicht wohlfühlt. Und als zweites nominiere ich den Jürgen, weil ich einfach denke, dass er sowieso bis zum Ende hier sein wird und dass alle Fenster draußen zu ihm stehen und Jürgen ist für mich der Letzte, der hier rausgeht. Ja, John nominiert Verena und Jürgen. Herr Grünewald, Ihre Analyse hat 4 Kernthesen. Ganz kurz, welche sind das? Die erste These war, die Leute wollen über Big Brother so einen göttlichen Blick erfahren. Sie hofften, Sodom und Gomorra verfolgen zu können. Diese Hoffnung ist enttäuscht worden. Dann hat man aber gemerkt, der Alltag, der eigene Alltag hat eine gewisse Faszination. Und Big Brother wird ja einerseits als langweilig empfunden, aber andererseits kann man den banalen, authentischen Alltag hier mal verfolgen. Mhm. Wie putzt man? Wie kocht man? Aber wie kann man ein Gespräch führen? Ich würde ganz gerne nochmal diesen göttlichen Blick vertiefen. Was hat es damit auf sich? Das ist ja das, was immer so als Voyeurismus-Vorwurf da war. Mal wie ein Riese die Dächer von den Häusern heben, in die Stuben gucken und dann verfolgen, was da alles an Intrigen, an sexuellen Spielen, an Perversionen, an Streitereien läuft. Aber diese Hoffnung ist ja nicht befriedigt worden. Von daher mussten die Leute oder die Zuschauer andere interessante Felder bei Big Brother finden. Und ein interessantes Feld ist der eigene Alltag. Und den werden wir nach der nächsten Nominierung vertiefen. Hier kommt die Nominierung von Andrea. Ja, der grausame Tag der Nominierung ist gekommen. Vielleicht mache ich noch eine mit, vielleicht ist es die letzte, ich weiß es nicht. Ich versuche es auf jeden Fall mal ein bisschen gelassener zu sehen. Ich habe mich nicht für John und nicht für Jürgen entschieden, sondern für Verena und Sabrina.
es gibt da kaum Gründe. Bei Verena denke ich einfach, sie hat Heimweh nach draußen. Also sie wünscht sich das vielleicht auch irgendwo insgeheim wieder zu ihren Freundinnen zu gehen oder vermisst auch ihre Gespräche und ich glaube, sie vermisst auch ihren Freund. Und bei Sabrina, die habe ich nominiert, weil die so toll ist. Weil die so gut aussieht, weil die ein großes Herz hat, weil sie blaue Augen hat, weil sie uns viel Freude bringt, weil sie humorvoll ist. Also es gibt für mich eigentlich keinen Grund. Was soll ich sagen? Ich hoffe, alles wird gut. Ja, die Argumente von Andrea sind sehr einleuchtend, möchte ich mal sagen. Herr Grünewald, Big Brother, die Handlung von Big Brother wird ja oftmals als langweilig bezeichnet. Ist das ein Nachteil für das Format? Es war anfangs ein Nachteil, weil ganz andere Erwartungen geschürt worden sind. Und es gibt auch viele Leute, die können mit Big Brother nichts anfangen. Und was wir immer feststellen ist, dass die gesellschaftliche Beteiligungsquote eigentlich viel höher ist als die Einschaltquote. Das heißt, auch die Leute, die Big Brother nicht im Fernsehen verfolgen, sind beteiligt. An den Stammtischen, in der U-Bahn, im Freundeskreis. Ist das ein Thema, was bewegt? Und was da bewegt, sind eigentlich drei Punkte. Einmal dieser banale Alltag, den wir aus dem Blick verloren haben, den sich mal anzugucken. Mhm. Dabei haben die Leute auch das Gefühl, jetzt meine Erfahrung bringen zu können. Bin ich eigentlich so im Normbereich in dem, was ich mache? Ne? Wie machen das andere? Wie kann ich mich da vergleichen? Ein zweites Ding ist, die Leute, gerade die jungen Leute, verlernen in der heutigen Zeit mehr und mehr Beziehungen zu pflegen. Also. Weil sie verfügen über eine Vielzahl von Ablenkungsmöglichkeiten. Immer dann, wenn Konflikt im Hause ansteht, dann geht man ins Kino, ne, schaltet den Fernseher an, blättert in der Illustrierten. Das heißt, man stellt sich diesen existenziellen Sachen nicht mehr. Diese Möglichkeit ist im Container nicht gegeben. Von daher haben die Leute ein Interesse daran, sich mal anzugucken. Wie können eigentlich Beziehungen entstehen? Wie entwickeln die sich? Wie spitzt sich das zu? Wie versöhnt man sich wieder? Und das wird abgeglichen mit eigenen Strategien der Konfliktvermeidung. Das wird abgeglichen mit eigenen Rollenmustern. Das heißt, Big Brother hat so eine Art Magie der Alltäglichkeit und fördert auch die Streitkultur bei Jugendlichen vielleicht. Also sie weckt zumindest Mut, das mal wieder zu integrieren. Man sieht, ein Streit führt auch dazu, dass man sich wieder versöhnt. Und das ist eine Erfahrung, die man heute nicht mehr macht, wenn man auf Ablenkungen zugreift. Das heißt, das Fernsehen, witzigerweise das viel gescholtene Fernsehen bei Big Brother, kompensiert Defizite, die es selber mitbegründet hat. Den letzten Punkt werden wir noch vertiefen. Hier kommt die Nominierung von Jürgen. Also wie gesagt, ich würde normalerweise keinen aus dem Haus nominieren, wie das letzte Mal auch. Aber so sind die Spielregeln und ich nominiere die Verena, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz viel Heimweh hat und ganz, ganz viel Sehnsucht nach ihrem Freund und sie das, glaube ich, nicht bis zum Schluss durchstehen würde, weil sie dich so liebt. Und dann nominiere ich den John. Da ist die Begründung, das letzte Mal, wo er Essen gekocht hat, hat er keine dritte Portion für mich gemacht. Und deswegen nominiere ich den John. Okay, tschüss. Ja, das ist nachvollziehbar. Jürgen wird langsam streitlustig, glaube ich. Also, hiermit haben wir drei Nominierungen für Verena, eine für Jürgen, eine für Sabrina und eine für John, wenn ich das richtig sehe. Herr Grünewald, Big Brother wird als Psychoshow bezeichnet. Ist das irgendwie unterwert? Also, was wir beobachten, ist, dass die Leute das Gefühl haben, über Big Brother selber zum Experten werden zu können. Man redet darüber, man macht eigene Analysen, eigene Prognosen. Darum ist es auch so ein begehrtes Thema. Und was die Leute verspüren, ist, sie leben heute in einer Welt der Politik, die sie nicht mehr verstehen. Sie leben in einer Welt der Wirtschaft, in einer Welt der Börsenkurse, wo sie keinen Zugriff mehr haben. Hier, diese abgegrenzte Containerwelt ist eine Welt, die man verstehen kann, die man analysieren kann, die man mitgestalten kann. Und die Leute haben so ein persönliches Auferstehungsgefühl. Hier werde ich wieder zum Experten. Hier kann ich so meine Alltagsmacht ein bisschen zu verspüren. Nun sind Sie ja selber Psychologe. Ist das nicht ein bisschen, ich würde mal sagen, banal? Das ist, ich meine, gut, wird man da, kriegt man nicht ein falsches Verständnis von Psychologie? Die Leute haben ja das Gefühl, nicht, dass sie jetzt zum Psychologen werden, aber sie haben das Gefühl, sie entwickeln so einen psychologischen Blick und sie freuen sich ungemein, wenn sie zum Beispiel im Freundeskreis eine Prognose abgegeben haben, welcher Streit entbrinnt oder wer rausgeschmissen wird und das bestätigt sich dann. Das heißt, wir sind ja von Hause aus alle Psychologen, wir sind ständig von morgens bis abends mit den Fragen der Psychologie, wie hält was zusammen, wie bricht was auseinander, wie entwickelt sich was beschäftigt. Nur hier hat man ein Feld, wo man diese brennenden Fragen im Freundeskreis mal austragen kann. Also Herr Grünewald, Big Brother ist durchaus ein Format mit psychologischem Tiefgang.
Es ist ein Format, wo der psychologische Tiefgang letztendlich durch das eigene Hinzutun entsteht. Es ist ein Format, was sich eigentlich nicht am Fernseher abspielt, sondern in dem Ganzen drumherum. Die Zuschauer sind die eigentlichen Helden. Sie machen was aus Brick Buzzer. Mhm. Fazit? Fazit ist, dass ich gespannt bin als Medienpsychologe, was als nächstes kommt. Weil was wir so beobachten, ist die Hoffnung, die man hat, den göttlichen Blick, Alltagskompetenz, Beziehungen besser pflegen zu können, Psychologe zu werden. All diese Hoffnungen erfüllen sich ja nicht. Ich bleibe ein ganz normaler Altersmensch und weiß nicht, ob ich dieses Wagnis Leben selber eingehe. Von daher ist eine gewisse Gefahr, dass die Zuschauer diese Hoffnung auf ein nächstes, extremeres Format verschieben. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Herr Grünewald, herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Herr Grünewald vom Rheingold-Institut für Medien und Marktanalysen. Wir machen eine kleine Pause. Es folgen Tipps und Anregungen der Dienstleistungs- und Konsumgüterindustrie. Herzlich willkommen zu Big Brother, der Talk, dritter Teil. Soeben haben wir die Nominierungen von Jürgen, Andrea und John gehört. Es fehlen aber noch die von Sabrina und Verena. So viel steht fest. Verena hat bereits 3 Stimmen. Eine Woche lang hatten Sie Zeit, meine Damen und Herren, mitzutippen, wer Ihrer Meinung nach jetzt am Wochenende nominiert wird. Und über die Zuschauermeinung gibt uns wie immer unser Thorsten Wember Auskunft. Guten Abend, Herr Wember. Guten Abend, Thorsten. Wie geht's Ihnen? Ja. Bester Dinge, heute so am Muttertag. Herr Wember, was hat der Muttertag für Ihre Mama gebracht? Ja, ein riesen Blumenstrauß. Mhm. Hat sich gefreut? Ja, ich denke mal, ja. Oder ich hoffe es. Ja. Meine Mutter freut sich darüber immer. Ja, ich habe nicht so viel, leider. Ich wollte eigentlich via Internet einen Blumenstrauß verschicken, aber hat nicht geklappt und da habe ich halt einen Muttermal gepflanzt. Ja, ist auch schön. Gut. Aber wie haben denn jetzt die Zuschauer getippt? Wer wird denn am Wochenende nominiert? Die Zuschauer haben diese Woche auch wieder getippt. Lass uns mal die Quote zum Muttertag angucken. Aha, die Grafik baut sich auf. Also Jürgen und Andrea werden von den Zuschauern dann wohl nicht getippt. Da meinen die Zuschauer die nicht. Es werden dann Sabrina und Verena. Und die Zuschauer haben wie haben in den vorherigen Nominierungen bisher immer ein gutes Näschen bewiesen und zumindest einen richtig getippt. Hier nochmal die Prozentzahlen. 50,3 für die Verena. 30,0 sind der Meinung, dass Sabrina nominiert wird. Für den John, da sind 8,4%, Andrea 5,7% und Jürgen 5,6%. Also 12 Points für Verena. Mhm.